Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. In dem Priesterlion machen wir weiter. Ah, letztes Mal wurden wir romantisch mit unserer lieben Eisprinzessin, mit Cassandra. Wir haben uns ein bisschen nacksch gemacht mit ihr und dann... Wo ist denn die Mutti? Ich muss doch den Ring abgeben. Ja, die Oma May. Nein, ich habe ihn fallen lassen. Er ist weg. Oh. Weg. Mamas Ring. Ihr habt ihn gefunden. Oh, ich danke euch. Vielen Dank. Na klar. Ja, das hoffe ich doch, gute Frau. So, jetzt kann man... Es gibt Löwe das Gestell, damit er das wahren kann, oder das Lynette? Ach so, das war der Bruder, der ihren Mann umgebracht hat, oder? Warte mal. Ist das der, der es der verwahrt das, ne? Ich habe angesehen, was diese Templer den anderen angetan haben. Hättet ihr uns nicht befreit, wäre ich vielleicht der Nächste gewesen. Ich habe euer Geständnis gefunden. Ihr habt Lynettes Bruder getötet. Nein, es war ein Unfall. Er wollte uns alles nehmen. Ihr dürft Lynette nichts davon erzählen. Lasst sie in dem Glauben, Gard wäre im Krieg gefallen. Na, ich weiß nicht. Na komm. Es ist euer Geständnis. Macht damit, was ihr wollt. Gepriesen sei euer gütiges Herz, Inquisitor. Naja, ich weiß ja nicht, ob es jetzt so richtig war, ihr die Wahrheit nicht zu sagen. Also. Oh, das Aberregen. Ich denke mal, es war zum Besten, oder? Wenn ich ihr jetzt weiteres Leid erspare. Wenn sie denkt, ihr Bruder ist ein Kriegsheld, dann ist das halt so. Na, ist das okay. Für mich. Für ihn wahrscheinlich nicht, weil er ist tot, aber hm. Was misch ich mich da ein? Ich habe da nicht viel mit zu schaffen. Warte mal. Was ist das? 600% des Waffenschadens. Okay. Okay. Und das ist... Greifst du Gegner an, während gesegnete Klinge aktiv ist, magische Säuberung und Zorn des Himmels. Um 0,5 Sekunden. Ja. Kann man machen, ne? Oh. 300%. Das hat 400. Ja, komm. Oh, was? Ich habe Sarah so lange nicht mitgenommen. Das gibt's ja gar nicht. Was macht das hier? Blitzviole. Geschwindigkeitsabzug. Das ist ihre normale. Die Täuschung. Was ist das hier? Ausweichen. Das ist Hinterhalt. Ah. Okay. Gut zu wissen. Schlafpulver. Das hier, Schattenschlag. Ich glaube, das Schlafpulver habe ich hier rausgenommen. Nee, das hier brauche ich alles nicht. Ich gebe immer mehr. Erst das Blut. Aha. Die nur leicht verletzt sind. Was macht das? Explosiver Schuss? Oh, warum habe ich das noch nicht? Nadelkissen. Wenn der erste Pfeil dann... Okay. Das habe ich alles mit Varric schon, aber mit ihr noch nicht. Warum auch immer. Oh, endlich mal ein bisschen mehr. Geistermal. Du kennzeichnest einen Gegner als Ziel für einen angreifenden Geist, der kontinuierlich Schaden verursacht. Stirbt das Ziel während die... Okay, 12 Sekunden. Oh, das ist nett. Scheinbild. Du verlierst das Bewusstsein... Nee, verlierst du das Bewusstsein, nimmt ein von dir kontrollierter Geist deine Gestalt an und kämpft kurzzeitig an deiner Stelle. Aha. Du kannst erst wiederbelebt werden. Nee, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Nämlich das hier, das Geistermal. Okay. Cool. Ja, wird jetzt Zeit, dass ich da immer ein bisschen auflevele. Weil ich glaube, die haben jetzt alle nicht so das super Zeug dabei. Ich habe jetzt auch keine Waffen mehr für Cassandra gebaut, weil ich hatte nicht genug Drachenknochen. Ne, ich hatte eigentlich genau genug Drachenknochen. Ich hatte noch 15 und das Ding... Ne, oder 16 hatte ich und das Ding brauchte 16. Von daher fand ich es ein bisschen unpraktisch, jetzt meine ganzen Knochen dafür auszugeben. Oh, platzieren? Achso. Ah, keine leeren Worte. Haben wir was platziert. Na gut, dann haben wir das auch fertig. Dann würde ich sagen, wir gehen hier runter. Und schauen mal hier drüben, da müssen nämlich noch Drachen sein. Einen mache ich jetzt noch und dann gehe ich wieder runter zur Mine. Ich will ja nicht zwei Drachen in einem Part, wobei ich auch nicht glaube, dass das geht, oder? Ich schätze mal nicht, dass das funktionieren würde. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier nämlich ganz schön rumlaufen, bis ich den finde. Aber Drachen sind ja immer geil, ne? Die sind immer cool und machen Spaß. Ich weiß nur noch nicht so ganz, für was ich jetzt das Drachenblut brauche. Es gibt neue Entwicklungen. Ja, du willst mir wieder so eine Requirierungsquest an den Hals. Mach ich nicht. Habe ich schon so viele gehabt und es bringt nichts, weil ich habe so viel Macht. So viel Macht. Guck mal, diese roten Lyrium-Dinger da, das ist schon gruselig. Kann man die nicht vernichten irgendwie? Weil die wachsen ja unaufhörlich weiter. Gerade auf Leichen oder totem Gewebe. Das ist echt nett, ne? Wieso? Das sind drei Kolosseen.
Wahrscheinlich ist da überall jetzt ein Drache drin, auch wenn es... Ja. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, weil wenn ich ein Drache wäre, ich würde mich da nicht so wohl bei fühlen, weil im Prinzip geht es ja nur darum, dass man die alle tötet. Dann gibt es wahrscheinlich immer wieder Abenteurer, die mich nerven und mich töten wollen. Ich fände das nicht so, so prall, ehrlich gesagt. Die sehen irgendwie unheimlich aus. Aber coole Bärte. Coole Bärte. Geht's da weiter oder ist da Ende irgendwo? Nee, da geht's sogar weiter. Weiß noch nicht so ganz, ob das der reguläre... Weiß noch nicht so, ob das der reguläre Weg sein soll hier. Ja, ich glaube schon, das ist der reguläre, mehr oder weniger. Okay, interessant. Oh oh. Nee, also echt mal, Drachen sind ja so eine gefährdete Spezies. Ich meine, die sind zwar super, super stark, aber andererseits, oh oh, will einem jeder ans Leder irgendwie, ne? Wirklich jeder Blödmann will einen töten. Das war keine ruhige Minute als Drache. Außerdem ist man so groß, dass man sich gar nicht gut verstecken kann. Früher oder später wird man gefunden. Oh, guck mal, hier plätschert ein kleiner See. Ja. Hallo? Oh Mann, an den kleinsten Kanten komme ich nicht hoch. Lass mir die Risse schließen, wie wär's damit? Oh komm, ich find Schaden machen mittlerweile. Ich weiß, es ist nicht viel im Gegensatz zu einem Krieger oder so. Oh, was liegt denn da? Oh, nicht. Oh Mann. Warte, ich sehe es halt nicht. Was sagen gerade, machst du das? Ihr Penner. Meine Superfähigkeit hebe ich mir mal auf. Wow, 1800, geil. Warte mal, kann ich da zwei treffen? Jawohl, zwei gebannt. Na komm. Ach du Arschkrampe. Warte. Hallo? Ich finde ihn lustig. Ich bin zu schön zum Sterben. Komm schon. Und einmal zumachen, bitte. Dorian hat auch sehr wenig Lebensenergie, stelle ich gerade fest. Er hat gerade mal vier Balken. Ich aber auch. Okay, warum habe ich so wenig Balken an Lebensenergie? Oha, das ist noch riesig groß hier neben das Teil. Der Abschnitt. Okay. Aha. Ja moin, das wäre der normale Weg gewesen, gut zu wissen. Och nö. Scheiß Templer. Weißt du was, ich glaube für die verwende ich das... Au. Au. Ich glaube für die... Nee, mich auch nicht. In Panik. Genau. Nicht platzen. Was? Hallo. Mach ich so vielleicht mehr? Aha. So mache ich auf jeden Fall gut Schaden mit dem Stab, weil die sind, glaube ich, nicht so ganz feuerfest. Ein Tornei-Schild. Ach, das fand ich super, das Tornei übrigens in Orsama. Hat Spaß gemacht. Da ist ja noch was. Da ist auch noch ein Kolosseum. Ha, aber ist das auch zum Kämpfen da?
Oder ist das einfach nur anschauungswert? Einmal. Da ist irgendwas zum Übernehmen, der. Wams. Leontines Seneschall. Die sehen ja lustig aus. Das war schon eine ganz schöne Arbeit, das Design dieses Spiels. Was die hier. Was da auch für eine Lore hintersteckt. Ich meine, gut, wenn man hintersteigt, dann ist es wahrscheinlich nochmal um einiges geiler. Wow, was war das? Was war das? Boah. Brenne. Guck mal, der ist richtig empfindlich gegen Feuer, merke ich gerade. Au. Stirb. Hat er gerade Angst? Der hat Angst. Wow, das hat richtig was abgezogen. Nein, warte. Ich sehe halt nicht das Ding auf dem Boden. Oh. Was ist da los? Ja, fette Slowdowns. Hallo? Ja. Ich habe das einfach nochmal neu gestartet jetzt alles. Der Riss ist geschlossen. Und ich habe auch ein Achievement bekommen. Große zu großen Taten oder wie das hieß. Naja. Bisschen komisch, diese Slowdowns. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hoffe, die sind jetzt weg. Weil das war eben wieder ganz schön ekelhaft. Das war jetzt mehrmals alle paar Sekunden und das, da kann man nicht spielen. Das geht gar nicht. Judicals Ring. Lass mich raten. Ich höre da oben schon wieder was rumkrebsen. Wahrscheinlich ist da wieder ein Drache unterwegs, oder? Wäre ganz nett. Oh, das Teil ist über mir. Ich höre da was auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Ist das ein Drache? Bist du ein Drache? Oh, da ist einer. Seht ihr? Uah! Kaltenzahn. Macht er denn? Oh, seht mal, ein Drache. Dabei hatte der Tag so gut angefangen. Wie der da rumhoppelt. Oh, ich glaube, gegen Feuer ist er ganz anfällig, ja? Aha. Komm, alle drauf, Leute. Was hat denn der Level... Oh Gott, Level 21? Ist ja genau mein Stehtisch. Warte. Bam, bam, bam. Oh, der macht sich Rüstung. Wow, die haben wir schnell weggehauen, du. Die Rüstung haben wir eben gut dezimiert. Oh oh. Dorian ist ein bisschen angeknackst. Kriegen wir hin. Voll ins Gesicht. Na komm, bam. Sehr gut. Immer auf die Pode. Und zing. 9000? Macht das ernsthaft so viel? Ach man. So Leute, kommt mit. Hast du noch... ja, einen Regenerationstank nimmt er sich mal. Komm. Kaltenzahn. Hört sich interessant an, das Vieh. Oh Gott. Dass man den nicht irgendwie runterholen kann mit einem Zauber hier, finde ich schade, ehrlich gesagt. Na, kommst du? Kaltenzahn. Oh oh. Au. Und. Mach Peng. Ach, schade. Die Rüstung kannst du mal weglassen, mein Freund.
Hurra. Und lass meine Eisprinzessin. Die habe ich gerade erst erobert. Oh, warum mache ich auf einmal so viel Schaden? 3000. Hat jemand einen Zauber aktiv? Ach du Elend, mache ich gerade Schaden. Oh oh. Okay, was hat Dorian da für ein Schild aufgebaut? Das ist ja nett. Ach, Verlangsamung oder was? Zeitverlangsamung? Ich würde sagen, wir werfen uns das mal hier hin, dass wir beide was davon haben. Na gut, aber eine Ehe halt. Cool, das war seine Zeitverlangsamung, ja? Nett. Immer aufs Beinchen. Au, ist nicht so schlimm. Wow, 3000. Wow, was mache ich so viel Schaden auf einmal? Das ist ja übel. Nicht, dass ich schlecht finde, aber es ist krass. Richtig krass hier auf einmal. Ja, ist doch gut. Ich glaube, Kaltenzahn ist einer der heftigsten Drachen, oder? Mit Level 21. Ding. Oh, voll den Sack verbrannt. Oh, jetzt mache ich keinen Schaden mehr. Schade. War das eben ein Buff von Cassandra oder was? Ich könnte mal in der Zeit das Ding da ausspähen, den Oculus, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh Gott. Cassandra! Sie ist ein bisschen frostig, aber das passt zu ihr, glaube ich. Kommen Sie mal her, Cassandra. Oh, Silberred. Nehmen wir das mal mit, ja? Komm mal her jetzt. Komm mal alle zusammen. Gut. Oh ja. Was hängt? Jawohl. Kalte Zahn. Oha. Ich mach jetzt gar nichts mehr, ne? Oh oh. Oh, was? Oh, schrei mal nicht so laut, das ist voll ekelhaft. Oh ja. Jetzt mache ich wieder. Ist er wegen der Markierung oder was? Das ist ja heftig. Ist das diese Markierung von Sarah vielleicht? Dieser Totenschädel oder ist das jetzt mehr von. Oh. Ist das mehr von Dorian? Schön macht. Oh Gott. Mach Peng. Ja, genau. Reintreten. Gleich fliegt er wieder weg, glaube ich. Ne? Der fliegt immer bei ein paar Prozent dann noch los. Guck, ich die Rüstung zu hauen kann. Das ist voll gut. Au. Oh nö. Ach, jetzt holt er Kinderchen. Oh Gott, das wird ja immer besser. Kaltenzahn ist übel, glaube ich. Ach du elendiger Mistdrache. Wo ist sie denn? Da ist Cassandra, glaube ich. Oder? Ich sehe sie gar nicht so richtig. Oh oh. War, Cassandra ist tot? Ach du Heiliger. Oh Gott. Gut, dass er Cassandra wiederbeleben kann. Oh nein. Oh nein, und ich habe kein Schild gerade parat. Warte. Ach du. Lass mich mal. Warte. Oh oh. Was ist da, Rian? Ah, ich bin Cassandra. Nein, ich bin nicht Cassandra. Ich will nicht meine Prinzessin spielen.
Ich will mit ihr spielen, aber nicht als sie. So. Warte. Komm mal alle zusammen. Alle zusammen. Alle zusammen. Sarah. Oha. Kommt doch her. Komm mal her. Warte. Und peng. Oh Gott. Jawohl. Ne, 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 ne. Schmeiß das mal da rein. Fieser, fieser Kaltenzahn und seine Kiddies. Komm mal her jetzt. Alle zusammen. Alle zusammen. Au. Und. Schem. Heftiger Kampf, ne? Ach nein. Nein! Ach du Scheiße. Warum lebt sie denn wieder? Warum lebt... Okay. Der haut schon wieder ab. So, bloß der ist jetzt weg erstmal. Einerseits feige, andererseits verständlich, weil wir sind so eine krasse Truppe. Du hast keine Chance gegen uns, Drache. Kaltenzahn. Das hört sich irgendwie an wie der Endboss. So ein bisschen... Oh Gott. Von so einem Fantasy-Spiel. Ach so. Ja, ja. Steckst dich da oben, ne? Oh Gott. Er ruft wieder Kinder, ne? Er ruft wieder seine Kinderchen. Oh. Oh Mann. Komm bloß runter. Evuldivat. Ich schieße einfach mit Feuer. Ich glaube, das macht mehr Schaden als alles andere. Komm. Ne, ne, ne. Ah, ich habe schon ein Schild gezaubert. Yes. Was? Online? Ist mir egal. Ja, der Drache ist tot. Kaltenzahn ist erledigt. Oh, das war so ein schönes Tier. Der war so schön. 8 von 10 schon? Das kann doch nicht sein. Wow. Das war krass, Leute. Caliban, das ist... Nein, das ist kein Taliban. Das ist ein Einhandschwert? Ein Trankgürtel? Wow, 3 Tränke zusätzlich. Oh oh. Warte mal, ich hol mich. Holen wir das gleich. Danke. Kleines Mistvieh. Da lässt es mich nicht in Ruhe. Eine Perle. Kundschafterrüstung. Wow, Drachenzahn. Und ganz viel Zeug. 15 Drachenknochen. Alter Verwalter. Will ich mir jetzt ganz jetzt alles mal ansehen. Was? Vom Inventar nicht verfügbar. Guck mal, dein Drachenblut. Guck mal, alle haben so ein Level-Up sogar. Ich habe sogar ein Level-Up. Das hatte ich aber schon letztens jetzt beim Stein. Also dieser Riss, als wir den geschlossen haben. Oh Gott. Gucken wir mal ganz kurz die Splitter noch. Ich glaube, die Rüstung kann ich eigentlich Sarah geben. Die Kundschafterrüstung. Wird sie sich freuen. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Ja, wo war die jetzt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, ist schon gut. Ich habe sie wirklich nicht gesehen, aber er hat sie erkannt. Da oben vielleicht noch was? Nö? Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbeigescrollt. Hm. Da noch irgendwo eine. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, ich gucke mir das hier noch ein bisschen an. Nächstes Mal geht's weiter. Wahrscheinlich gleich noch der nächste Drache. Seien wir gespannt. Ich bin's. Mal sehen, was der so drauf hat. Auf jeden Fall war das jetzt schon ziemlich krass, der Kampf. Fand ich nett. Sehr nett gemacht. Was ist denn die Scherbe? Na, egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen über ein paar Likes und Kommentare. Wir sehen uns wieder zu Dragon Age Inquisition. Bis dann.